Und da sind wir wieder hier in Finnland bei The Fischer Online. Und wir befinden uns hier quasi am Rand der neuen Map. Wobei so richtig der Rand ist es gar nicht. Es ist zwar hier so eine No Fishing Area. Husch! Aber man kann hier trotzdem angeln gehen und das machen wir einfach mal. Das ist einfach ein Bereich, wenn man hier vorne runterschaut, da hinten ist ja der große See. Und hier schlängelt sich quasi der wirklich stark strömende Fluss hoch. Und man sieht hier einfach, es sind Bereiche, die sind noch nicht so ganz fertig. Und der Vitali meinte, ja, die Schilder stehen da, weil es einfach noch nicht so ganz fertig ist. Und die Fische sind aber schon hier drin, hat er gesagt. Und ich bin hier gestern auch mit dem Boot hochgebrettert. Es dauert wahnsinnig lang, mit den neuen Booten gegen die Strömung hier anzutuckern. Super schwierig. Man kommt da hinten auch mit rein, wobei es da hinten dann irgendwann endet. Man sieht, da hinten sind die Texturen alle noch nicht so richtig, nicht so richtig im Detail. Und, aber auch da hinten fängt man schon was. Also überall hier kann man in dem Bereich angeln. Und allein die Area, ne? Allein der ganze Abschnitt hier, das wäre quasi ja schon fast wie eine eigene Map. Es ist so krass groß. Also die Map ist so wahnsinnig groß. Das geht da hinten noch weiter. Also ich bin mit dem Boot dann nicht noch hier hochgefahren. Das war mir dann doch noch ein bisschen... Es dauert so lang. Die Boote haben einfach... Die hatten bis vorgestern noch weniger PS. Jetzt mittlerweile haben die Boote auch wieder ein bisschen mehr PS. Sind trotzdem noch gegen die Strömung echt langsam unterwegs. Es ist einfach so geil. Es ist einfach so geil. Er macht so ein geiles Game Design. Wie gesagt, das hier ist alles noch nicht so richtig fertig. Es fehlt an manchen Ecken und Kanten fehlt es noch ein bisschen an Texturen. Oder an anderen Stellen vielleicht noch irgendwo an Bäumen, die irgendwo noch hingestellt werden. Genau, da hinten hört es dann auch so langsam auf mit den Texturen. Oder hier vorne, das ist so eine Area, wo quasi schon, das sieht man an den anderen Gewässern auch. Hier kommt dann höchstwahrscheinlich nochmal ein dicker Baum hin, der so über dem Wasser steht. Richtig schick gemacht. Richtig, richtig geile Area hier schon wieder. Wie gesagt, alleine das wäre doch schon eine geile Map. Fürs Spinnfischen und fürs Fliegenfischen, was angekündigt wurde. Oh ja, es wird so geil. Es wird so geil. Packen wir mal die Spinnroute aus. Und ich glaube, in dem Fall nehmen wir nochmal so einen kleinen Topwater, beziehungsweise vielleicht teste ich auch gleich nochmal einen Spinner hier. Erstmal auswerfen, Einholgeschwindigkeit machen wir mal so auf 50 gegen die Strömung. Und dann platscht es so langsam bei dem Kleinen hier, steht dran, Tauchtiefe 0,05, also der geht quasi knapp an der Oberfläche entlang und flatscht dann immer so ein bisschen durchs Wasser. Und da steigt einer direkt ein. Oh ja, oh ja, oh ja. Sehr gut. Und hat sogar ein bisschen Gewicht. Sehr gut. Oh ja, schön, 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 schön. Richtig gut. Ja, er hatte jetzt am letzten Sonntag, am 18., da hatte er in einem russischen Livestream, war er da auch dabei, der Vitali, und hat so ein bisschen auch darüber erzählt. Er hat die Tiefen im Gewässer hier in Finnland nochmal ein bisschen überarbeitet. Also an den tiefsten Stellen wird das Gewässer 18 Meter tief und ansonsten zwischen 12 und 15 Meter eher. Und er hat auch die Fische ein wenig neu verteilt.
Also die alten Spots, als das Gewässer rauskam, die sind nicht mehr ganz so ergiebig. Bam! Schönes Ding. Alter, mit 18 Kilo, 350 XP-se. Dicker, fetter, baltischer Lachs. Geil. Wow, ey. Schön. Nicht schlecht, ey. Und das eben auch auf diesen ganz kleinen Ködern, ne? Also ruhig hier mit den kleinen, feinen Ködern losziehen. Die funktionieren eben auch. Boah, irgendwann muss ich doch nochmal mit dem Boot hier langfahren und gucken, wie es da hinten weitergeht. Zum Glück, wie gesagt, zum Glück hat er die Motor... Uppala, auf dem letzten Meter. Die Motorleistung der letzten... zuletzt nochmal ein bisschen erhöht, dass die Boote ein bisschen schneller sind. Das ist ein kleiner Lachs, auch gut. Die Motorleistung hat er erhöht, weil es doch super lang gedauert hat. Okay, hier ist Ende. Es hat super lange gedauert, bis man den gesamten See einmal überquert hat. Wahnsinn. Ich glaube, ich war das am Freitag, am Samstag? Ich war fast 20 Minuten lang war ich unterwegs, um einmal quer über den See zu fahren. Und er hat den See noch ein bisschen begrenzt. Das heißt, am Ende des Sees, der zieht sich ja ziemlich lang, am Ende hat er ihn ein bisschen begrenzt. Am Ende ist eine Insel, zack, da gibt es jetzt eine Mauer. Da ist dann einfach Schluss. Ist, wie gesagt, es ist so wahnsinnig groß. Die Tage kommt auf jeden Fall nochmal ein Video raus, wo wir auch quer über den See brettern. Auch hier wieder auf dem letzten Meter. Ein kleiner. Och, eine kleine Forelle. 800 Gramm, die lassen wir wieder frei. Und auf den, ja, es gibt noch weitere Gewässer, wo jetzt auch die Boote frei sind. Also es gibt ja jetzt die Boote auf der finnischen Map, auf der deutschen Map am Briesener See und am Fluss Pra, müsste das sein, auf der russischen Map. Da, wo die Rapfen und auch schon die Sterlets zu fangen waren oder auch die Welse. Da gibt es jetzt auch das Boot. Hatte ich gestern Abend im Livestream, bin ich ja schon ein bisschen rumgetuckert. Richtig schick gemacht. Da gab es ja so einen Altarm, wo man natürlich nicht hinkam. Man war immer quasi so ein bisschen auf der Landzunge im Inneren gefangen. Und jetzt mit dem Boot, oh, so eine geile Area auch da hinten hingelegt. Abgefahren. Wo da so ein Birkenwald halbtot im Wasser steht. Es ist einfach heftig, was er für ein geiles Game Design macht. Hammerhart, ey. Und ein Grafik-Update gab es auch noch. Das heißt, er hat nochmal ein bisschen mehr Details reingebracht. Man sieht es jetzt vielleicht auch ein bisschen an den Sonnenstrahlen. Am Rand ist es dieses sternförmige, wenn die Sonne morgens aufgeht. Ach, hoppala, die Lens Flares sind hier auch deutlich mehr drin. Genau. Aber das Shiny, das Scheinende von der Sonne, das ist deutlich intensiver noch geworden. An den Bäumen hat sich noch ein bisschen was verändert. Die Wasseroberfläche ist irgendwie noch geiler geworden. Richtig, richtig gut. So, gehen wir dann einfach nochmal ein bisschen wieder zurück. Hier oben geht es ja gerade nicht weiter. Gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Das Grundfischen wurde jetzt auch fürs gesamte Gewässer freigeschaltet, sozusagen. Den ersten kleinen Stör habe ich gesehen. Er hat den Grundköder, die Muschel hat er verfolgt. Aber er hat leider nicht gehakt, er hat leider nicht gebissen. Gesehen habe ich ihn schon. Vom Boot aus geangelt, aber er wollte einfach nicht beißen. Leicht buggy hinterhergezogen. Ich glaube, hier vorne werfe ich nochmal rein, einen Stein da hinten. Und da werde ich jetzt die Tage auf jeden Fall nochmal probieren, auf Stör zu angeln hier.
Oder vielleicht jetzt gleich. Wir haben jetzt 17 Uhr Ingame-Zeit. Dann machen wir gleich direkt eine Runde Grundangeln hier in Finnland. Ich glaube, zwei Sorten Stör, hat er gesagt, sollen hier drin sein. Zack, guck mal hier. Auch wieder auf den letzten paar Metern. Wie geil, ey. Ja, Mann, komm. Oh, eine Bachforelle. Ja. Oder? Ja. Bisschen rein. Large River Trout. Yes. Geile Fische, ey. Schick. Richtig gut, ey. Zack, nächste. Oh, ich glaube, ich teste gleich nochmal einen größeren Topwater hier auch. Es gibt so viel zum Ausprobieren. Ich freue mich so auf das Game, wenn das endlich raus ist. Oh mein Gott. Wenn ich mir vorstelle, hier an dem Fluss mit der Fliege, Fliegenfischen. Oh. Mega geil. Richtig gut, ey. Leute. Nicht normal, ey. Guck mal hier wieder, wie die... Oh mein Gott, Alter, was da abgeht, ey. Wie die Sonne über den Bäumen steht. OMG, ey. Man könnte Games so geil designen, ne? Wenn man's kann. OMG. Wasser abgeht, ey. Oh. Grayling, der ist noch nicht fertig. Die europäische Esche. Die ist noch nicht fertig. Testmodell. Packe ich mal ein. Ich glaube, hier sieht man es schon. Genau, hier sieht man es schon so ungefähr mit dem großen Kamm. Aber ein richtiges Modell hat er leider noch nicht. Leute, der Vitali ist unnormal. Unnormal fleißig. Hier standen gerade eben noch Schilder, weil die Area noch nicht ganz fertig war. Und was sieht man da oben jetzt? Gerade aus dem Stream gekommen. Die Sonne geht gerade wieder auf hier über dem Tal, über dem Fluss. Und er bastelt uns hier einfach einen geilen Wasserfall hin. Genau an der Stelle, wo ich gerade noch gesagt habe, Leute, da kann man hier so schön hochfahren und reinfahren, affengeil. Und ja, noch nicht so ganz fertig. Jetzt sehen wir natürlich, warum nicht so ganz fertig. Er hat einfach einen Wasserfall hingemacht. Abgefahrener Scheiß, Alter. Er bastelte einfach einen Wasserfall hin. Und macht hier hinten die gesamte Area. Baut da noch ein bisschen weiter. Baut hier ein bisschen um. Setzt hier auch noch einen anderen Fisch mit rein. Auch das noch. Die Lachsforelle ist auch noch mit dazugekommen. Heftig. Ganz heftig. Und von der Map her, es geht eben hier oben herum. Und nochmal rum und nochmal. Wobei hier ist dann trotz allem noch Ende. Da geht's dann leider nicht weiter. Ganz heftig. Und die Lachsforelle, die will ich am besten gleich nochmal fangen. Deswegen schmeiße ich jetzt nochmal eben die Routen aus. Im Stream hatte ich gerade 2 Stück, 3 Stück, 4 Stück gefangen. Waren ein paar. Und ich glaube, das war hier oben in dem Bereich. Ich renne nochmal ein bisschen weiter hoch. Ziehen wir mal hier vorne durch, ein bisschen gegen die Strömung. Und zack, da geht auch sofort einer rein. Sehr gut, vielleicht ist das ja jetzt die neue Forelle, die Lachsforelle. Ja, könnte schon sein. Sieht auch schon so aus. Und ist es. Bisschen klein. 1,5 Kilo. Gibt es auch in deutlich größer. Aber die gehen ganz gut ab. Auch in groß. Als Trophy hatte ich die schon dran vorhin im Stream gefangen. Hat 350 Silber gebracht. Richtig gut. Mit 5, irgendwas Kilo. Steht irgendwo in den Rekorden noch drin. Gucken wir mal, was hier dran ist.
Und vielleicht kriegen wir die ja noch geknackt. Und wieder, oder? Ne, Arctic Char. Ja. Vielleicht fange ich ja noch eine River Trout, weil auch die hat sie im Vergleich zum ersten Video von heute Nachmittag auch schon optisch wieder verändert. Sieht auch richtig schick aus. Das wäre natürlich jetzt ein schöner Vergleich. Im gleichen Video Version 1 und Version 2. Da gehe ich jetzt noch mal ein bisschen auf die River Trout. Wobei, die hatte ich zuletzt weiter unten gefangen. Ich teste jetzt hier noch ein, zweimal. Und dann gehe ich weiter nach unten in Richtung der Mündung zu den Stromschnellen. So, dann testen wir jetzt hier nochmal auf die River Trout. Und zack, da geht auch sofort was rein. Immer noch eine sehr gute Stelle hier, direkt an den Stromschnellen. So, schauen wir mal eben, was hier noch dran geht. Haben wir jetzt hier die River Trout. Das sieht auch schon so aus jetzt, wie die River Trout. Und da ist die River Trout. Und dann nochmal jetzt der schöne Vergleich. Neues Kostüm sozusagen, neues Design von der Bachforelle im Vergleich zu der ersten Variante, die am Anfang vom Stream zu sehen war. Deutlich feiner, deutlich bessere Texturen. Viel besser von der Optik. Okay, das ist eine River Trout. Bam! Richtig, richtig geiler Fisch. So muss die River Trout aussehen. Richtig gut. Schöner Vergleich jetzt auch zum letzten Design des Fisches. Richtig, richtig coole Texturen. So darf das Ding aussehen. Geiler Fisch. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.